Ich bleibe noch hier, falls noch irgendjemand andere Fragen hat, die ich vielleicht noch beantworten kann in den nächsten 15 Minuten oder so. Also wenn hier noch jemand andere Fragen hat, die jetzt nicht zu diesen Übungen waren, dann schießt mal los. Ansonsten von den anderen, die jetzt sich abschalten wollen, meine Trennungsängste werden nicht wachsen, wenn ihr euch jetzt abschaltet. Also ihr dürft gerne ins Bett gehen. Ich sag mal gut's Nächtle zu allen, die sich verabschieden. Und sehe euch nächste Woche Mittwoch wieder. Und diejenigen, die noch Fragen haben, da fangen wir mal mit. Ja, stell dich gerne frei. Ich sehe schon hinter dir deine fleißigen Helfer. Ja, meine Tochter möchte nicht ohne mich ins Bett gehen. Ja. Was denn deine Frage? War folgendes. Seitdem ich mich mit der Akasha-Chronik verbinde, ist es so, dass sich mein Sehen verändert. Deine Vision, dein eigentliches Sehen? Mein eigentliches Sehen verändert. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sehe Dinge. Ich gucke auf eine Wand und erkenne Muster, Bilder, aber auch wenn ich mir Personen gegenüber sitze, weil ich habe ja eine Naturheilpraxis und bin auch schon mit geöffneter Akasha-Chronik in eine Behandlung reingegangen und mein Patient, der mir gegenüber sitzt, verändert sich. Ich habe das Gefühl, ich sehe die Aura oder er sieht auf einmal ganz anders aus, aber kann das. Also ich sage mal, wenn ich meine Meister und Lehrer frage, was ist das? Da kommt, warte ab, da wird sich noch etwas auftun. Also, aber. Also bei mir hat sich auch sehr viel verändert. Einmal genauso, wie du es beschrieben hast, dass ich Energie angefangen habe zu sehen oder ganz deutlich die Probleme von den Menschen gesehen habe, bevor sie es überhaupt geschildert haben. Und andere Sachen, die sich verändert haben mit dem Sehen, war zum Beispiel, und das ist mir früher nie aufgefallen, wenn ich Seminare unterrichtet habe und dann gucke ich mir später die Fotos an, während die gemacht wurden, fällt es mir nicht auf. Aber dann später in den Fotos ist ganz interessant. Alle Menschen sind so im Dunkeln und dann bei mir ist das Licht, der Scheinwerfer leuchtet, also von oben, vom Raum her oder so. Also das ist mir schon oft aufgefallen. Ich denke einfach mal, das Universum gibt uns Zeichen, dass etwas sich bewegt, dass wir in dem Moment richtig gut verbunden sind. Ich würde mich darüber freuen, würde mir keine Gedanken darüber machen und lass es einfach sich langsam weiterentfalten. Ja, ich bin Ne? gespannt, habe ich mir auch gedacht. Da kommt Ja, es. ich glaube, eine gute Frage für dich wäre, dass du fragen könntest, dass ich würde sagen, ich nehme dieses Geschenk gerne an, zeig mir, wie ich es fürs Gute verwenden kann. Ja. Weißt du, dass du nicht nur so fragst, was hat es für mich zu bedeuten, sondern dass du dich mehr darauf konzentrierst, wie kann ich das jetzt weiterentwickeln und dann für andere verwenden? Okay. Weißt du, ich denke mal, dann kriegst du auch eine bessere Antwort. Ja, Ja? super. Dankeschön. Gerne. Danke. Tschüss.